Willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Minecraft. Jo, meine lieben Freunde, da bin ich wieder. Ich musste die letzte Aufnahmesession abrupt so gesehen beenden, da es hier ein Problem gab. Und ich bin gerade hier noch im Game Mode 1, habe hier ein paar Showbuffer in der Hand. Ich habe außerdem hier das mal repariert im Game und eigentlich wollte ich das nicht machen, aber es war nötig für meine Fehlersuche. Ich weiß jetzt nämlich nicht mehr, wo es auf war. Es waren, glaube ich, 19 Blöcke. Ich kann also gerne hier wieder 1, 2, warte, 3, 4, 5. Das war einmal 5 Blöcke und einmal 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und wieso war das? So in der Art. Des Weiteren hat das Schiff wirklich mehr als 2048 Blöcke. Ich habe nachgezählt. Nein, also ich habe nachzählen lassen. Einerseits, also ihr seht hier im Chat, counted 813, das sind die Bretter hier oben. 813 Bretter und 1316 Stämme hier außen rum. Ich habe das mit World Edit zählen lassen. Bedeutet, das macht eine Summe von mehr als 2048 natürlich. Ist knapp da drüber, so ihr seht, nicht mal 100 drüber, glaube ich. Aber es ist halt drüber gewesen. So, ich habe mir die Konfigurationsdatei nochmal ganz genau angeschaut. Und habe doch noch eine Einstellung gefunden, um das zu erhöhen. Ich hoffe mal, es funktioniert jetzt. Ich werde mich auch gleich von aus dem Game Mode rausbewegen. Das sind noch meine ganzen Befehle, die ich eingegeben habe. Sonst habe ich nichts weiter geändert. So, jetzt gibt es hier ein paar Grafikbugs. Ich möchte halt kurz mal hier, dass Tag ist. Und ich mache gleich auch wieder den Shader rein. Damit auch diese Bugs jetzt nicht so da sind. So, Shader, wir hatten als letztes den hier. Da machen wir den auch rein. Ist der Shader richtig? Ne, der ist nicht richtig. Ah ne, wir hatten so ist drin, richtig? Hatten wir Version 11? Ja, Version 11. Blendet ganz schön. Mach ich mal die andere Version, die schien jetzt nicht so zu blenden. Gut, und dann werden wir ein erneutes Mal das zählen hier. Hier Overflow, SM Schiff. Ist okay, 2145 Blöcke sind es. Und dann können wir nämlich starten. Mount Ship. Ein riesiges Schiff, was wir jetzt bewegen werden. Ist das krass. So, bevor ich jetzt hier weitermache, will ich natürlich auch noch Musik wieder anhaben. Mal etwas ruhigeres. Ich mache auch bald die Playlist mal weiter. Und ich wollte jetzt erstmal aufnehmen. So, wir werden gleich ins Wasser gelangen. Es ist, ich finde das richtig cool, wie wir jetzt hier so langsam rausgehen. Immer weiter. So, Effektpartikel mal weggemacht, weil ich mein Schwert in der Hand hatte. Da habe ich ja Abbaulähmung dann. So, wir sind, glaube ich, fast draußen. Und es war wirklich sonst kein Fehler, dass irgendwo ein Block noch zu viel war, dass es sonst mit dem Boden verbunden war. Nein. Waren wirklich einfach zu viele Blöcke. So, wir müssen im Moment jetzt draußen sein. Ja, wir steigen schon runter. Und wir sind jetzt im Wasser. Wir sind im Wasser, Jungs. Mädels. So. Dann Schiff zurücksetzen. Gab einen kleinen Lag. Also an sich hat es geklappt. Bin ich gespannt, ob alle Blöcke unten noch da sind. Fucking sehe ich schon mal. Nein, es hat hier zwei Blöcke, glaube ich, erwischt da hinten. Das meine ich halt damit. Wenn man das nicht ordentlich verbindet. Wie hier jetzt halt, also hier habe ich das ordentlich verbunden, weil dort fehlte jeweils ein Block. Den werden wir jetzt noch ransetzen. Und dann passt das ja auch. Wir haben ja noch genügend Holz hier. Das war ein Block, der hier wahrscheinlich dran war. So. Und hier. Das alles wird natürlich noch ausgebessert. Das bleibt natürlich nicht hier so. Gut. Dann Jetpack nehmen und hoch geht's. Ach, hier gab es ja diese scheiß Grafikbugs. Wir schauen nochmal nach einem anderen Shader. Neon hatte ich ja viel drin. Könnte ich theoretisch auch mit reinnehmen. So, wieder. Passt. Das Schiff ist draußen. Ich habe das Gefühl, dass es nicht tief genug ist. Das ist relativ flach noch.
Vielleicht müssen noch ein paar Blöcke drauf, dass es noch schwerer wird. Weiß ich nicht. Gibt solche Blöcke, die ein Schiff höher steigen lässt, aber tiefer sinken lassen? Geht, glaube nicht. Das sind die, um ein Schiff höher steigen zu lassen. Dann gibt es noch hier das hier, das ist für Flugzeuge und so sehr interessant, oder Raumschiffe, was man auch immer dann mitmachen möchte. Ja, sonst weiter gibt es hier leider nichts. Egal. Das Schiff ist draußen. Wir können jetzt dementsprechend weitermachen. Ich habe ja auch ein Gesprächsthema. Und zwar mein Praktikum. Womit wir dann auch Sie gleich durchstarten werden. Sie sehen gleich dann auch alles andere erstmal ein bisschen unkommentiert lassen. So, das sind noch die zwei Blöcke, die übrig geblieben sind. Ja gut, fangen wir mal an. Ich hatte ja in den letzten Folgen ja schon über mein Praktikum erzählt und das mache ich jetzt hier nicht, das Lied, das ist mir ein bisschen zu. Mag irgendwas Ruhigeres. Ja, das hier. Ich hatte ja schon ein bisschen darüber erzählt, wie sehr aufgeregt ich bin. Und dass ich halt, wie gesagt, die eine Woche dann weg bin und hier fehlt jetzt nicht ein Block. Das akzeptiere ich jetzt mal nicht. Ach, Zuckerrohr können wir auch noch schnell abfahren. Und ja, ich bin dann Freitag nach dem Mittag direkt losgefahren, hab noch Mittag gegessen und ja, dann war es soweit, dass ich losgefahren bin. Koffer war alles gepackt, es war alles fertig. Ich muss auch sagen, ich habe wirklich nichts vergessen, außer Wechselschuhe. Das ist das Einzige, was ich wirklich vergessen habe. Dass ich die Wechselschuhe vergessen habe, habe ich auch dann bitter bereut. Aber zu dem komme ich später, warum ich das bereut habe. Vielleicht kann sich das der eine oder andere schon denken. Was habe ich überhaupt gemacht? Erstmal zur Vorgeschichte generell. Ich habe ja hier und da mal erzählt, dass ich ja momentan mein Abitur nachhole. Meine Pläne nach dem Abitur sind, dass ich Lehramt studieren möchte. Also, so ich ihn übersetzt, ich möchte Lehrer werden. Mathe, Physik ist mein Plan. Mal sehen, wo dann. Ob Sekundarschule, Gymnasium oder Grundschule. Momentan peile ich Sekundarschule an, weil ich halt da auf der Sekundarschule sehr, sehr lange war und sehr, so ich sehe, mein Traum dann an dieser Schule auch dann wirklich zu unterrichten. Daher peile ich Sekundarschule an. Allerdings habe ich auch nichts. Ups, der ist jetzt durchs Portal. Habe ich auch nichts gegen die anderen, so ich sehe, gegen Grundschule oder Gymnasium. So, und dann habe ich vor Monaten einfach mal überlegt, ja, ich sitze in den Sommerferien 6 Wochen zu Hause. Ich hatte das letztes Jahr ja schon durch. Nach meiner Ausbildung saß ich auch lange Zeit zu Hause, oder länger als 6 Wochen. Und um ehrlich zu sein, es war in einer Zeit extremst langweilig. Man hatte irgendwie nichts zu tun. Und daher habe ich mir Gedanken gemacht, was könnte ich in den Ferien machen? Und ich habe so überlegt, es soll nicht irgendwie was für einen Tag sein, sondern vielleicht irgendwas, was so berufsvorbereitendes ist, was ich später irgendwie vorzeigen kann. Ja, guck hier, da habe ich Praktikum gemacht, wie auch immer. Und es eignet sich wirklich für Lehramt. Betreuer. Dass man schon mal so ein bisschen eingeübt ist, wie ist es so mit Kindern zu arbeiten, mit einer richtigen Gruppe an Kindern, nicht nur so ein Kind mal, was man mal ein bisschen Nachhilfe gibt oder so, sondern generell so ein bisschen, dass man da schon mal eingeübt wird. So, also habe ich mich informiert und habe so überlegt, ja, ich war als Kind in Sachsen in einem Ferienlager. Zweimal, 2009 und 2010 war ich da. Es hat mir damals ultra mega gefallen. Und ich habe da so gesehen sehr, sehr gute Erinnerungen noch an früher. Und ich habe mal auf der Webseite nachgeschaut, ob man sich da irgendwie bewerben kann. Ja, konnte man. Hab da angerufen.
und alles weitere dann abgeklärt. Und so gesehen habe ich dann da die Stelle für ein Praktikum so gesehen bekommen. So. Ja, es ging relativ schnell. Es gab dann Anfang. Nee, Mitte Juni war das. Gab es eine Schulung, hatte ich ja auch darüber erzählt, dass ich für mein Praktikum dazu eine Schulung muss. Da wurde alles geklärt, sozusagen, alles. Halt alles abgeklärt. Was soll ich dazu sagen? Und ich hatte halt den Vorteil, dass ich zuvor in dem Ferienlager halt schon mal war. Somit kannte ich die Gegend da. Generell das Lager, es ist ein riesengroßes Lager dort. Dort. Ein wirklich großes, großes Lager. Ja, gut, dann kam halt die Woche immer näher. Ich war sehr, sehr aufgeregt. Ich bin auch sehr aufgeregt hingefahren. Ich kam dann Freitag, ja, gegen Nachmittag kam ich dann an. Also spätestens 18 Uhr sollte man da sein. Ich war schon nachmittags da, ein paar Stunden eher. Was für mich nicht verkehrt war, weil dann konnte ich mich mit meinen Kollegen schon anfreunden, weil es gab Kollegen. Was laufe ich eigentlich dahin? Es gab Kollegen, die halt schon eine Woche da waren und noch eine zweite Woche dann da sind. Es gab aber auch Kollegen, die dann eine Woche nur da waren und dann dementsprechend am Samstag dann abgereist sind. Aber trotzdem konnte ich mich mit den Kollegen dann anfreunden. Hat wunderbar schnell funktioniert. Sind alle wunderbar freundlich gewesen. Sind coole Dudes gewesen. Es ist nicht, nicht. Also, eins muss ich dazu sagen, in der Schulung hätte ich gedacht, ich werde so gesehen der Jüngste sein. Dass da viele, so 30-Jährige, so um die 30 vielleicht da sind. Aber nein, ich bin nicht mal der Jüngste gewesen. Es gab viele, die noch jünger waren. Was mich natürlich extremst überrascht hat. Und das hat man halt auch bei der Arbeit so gemerkt. Man hat sich gegenseitig geholfen, zum Beispiel. Ich brauche ein Stack Zuckerrohr, okay. Ist ja fast zusammen. Sehr schön. Mein Essen geht jetzt aus. Ja gut. Erstmal fangen wir von Anfang an so gesehen an. Wie gesagt, Freitag bin ich angereist, habe mich mit meinen Kollegen angefreundet. Dann habe ich. Ja gut, gab es dann Freitagabend noch eine Disco, wo ich dann ausgeholfen habe direkt. Ich muss mich mal kurz ins Bett legen, damit ich mich wieder konzentrieren kann. So, ich habe dann in der Disco ausgeholfen. Da wurde halt so gesehen Cocktails ausgegeben. Natürlich alkoholfreie, weil das ist immer noch ein Ferienlager für Kinder. Bedeutet, da wurden Mixe gemacht mit bisschen Cola, mit bisschen Fanta, da vielleicht bisschen Sirup rein, Himbeersirup, Waldmeistersirup habe ich da neu gesehen, was sich zwar so ein bisschen zusammengemischt hat. Eigentlich alles wunderbar im Rahmen. War auch sehr lecker. Ich habe da auch ein bisschen was von probiert. Weil zumindest, wenn man da so 2 Stunden dann steht, da kriegt man schon ein bisschen Durst. Ja, an sich war ich mit der Aufgabe auch sehr zufrieden, dass ich diese Aufgabe da hatte, weil an sich ist Disco überhaupt nicht meins. Nein, mein Schwert, mein Schwert. Disco ist überhaupt nicht meins. Naja, war ich wie gesagt froh, dass ich da diese Aufgabe übernehmen konnte. Okay. Wir haben genug Zuckerrohr. Und ja, bin dann auch wirklich bis zum Ende der Disco da geblieben, haben wir dann noch ein bisschen aufgeräumt, alles wieder zusammengerückt, weil das war eigentlich der Speisesaal, der zur Disco wirklich umfunktioniert wurde. Wird, denke ich mal, sowieso meistens gemacht. So, wartet mal kurz. Ich muss mich mal kurz um meine Donuts kümmern. Wo habe ich meine Donuts? Hier auch nicht. Muss es hier drin sein. Ja, genau. Hier sind meine Stacked Donuts. Da werde ich jetzt ein bisschen Zuckerglasur drauf machen. Ah, das kann ich nur in dieser komischen Werkbank. Okay, gut, dann geht's schnell zurück.
So, ja, dann Freitagabend nach der Disco war dann direkt Besprechung. Es gab jeden Abend ab 23 Uhr gab es Besprechungen, die gingen meistens so, ja, 1 bis 2 Stunden. Also, ja, mindestens 1 Stunde ging die auf jeden Fall. Manchmal ging es auch 2 Stunden, also zum Beispiel den Freitagabend, da ging sie sehr, sehr lange, weil am nächsten Tag war einerseits die Abreise der Kinder, die schon da waren. Und dann halt kurz danach kam dann die Anreise der neuen Kinder und das muss halt alles geplant sein. Das muss strukturiert werden und so weiter und so fort. Und ja, am Freitagabend habe ich dann auch die Nachricht, was, das macht nur so wenig aus? Und dafür habe ich so viel jetzt gemacht? What the fuck? Okay. Müssen wir uns bald was Neues suchen zum Essen. Egal. Ich wollte immer noch hier was machen, stimmt. Dementsprechend hat es dann da lange gedauert. Samstag früh habe ich dann einer Kollegin ausgeholfen, denn die musste relativ zeitig sich von ihrer Gruppe verabschieden, da sie beim Putzen ausgeholfen hat. Sie hat sich da freiwillig gemeldet. Hat dementsprechend dann geholfen, was natürlich auch ehrenwert ist, dass sie dann ihre Gruppe frühzeitig dann verlässt. Und dementsprechend habe ich mich dann um diese Gruppe gekümmert. Waren ein paar Mädels. Ja, was? Die mussten halt ihren Bungalow da sauber machen. Mussten essen gehen und dann halt habe ich. Dann kam halt die Abreise bedeutet. Mit warten, am Treffpunkt warten, bis die Eltern da sind. Nochmal kurz mit den Eltern unterhalten. Die haben vielleicht nochmal gefragt, ob alles klar gelaufen ist. Ich konnte nur sagen, das, was ich halt von der Kollegin erfahren habe und was ich halt den Morgen da miterlebt habe und was ich da miterlebt habe, war, dass das eine wunderbare Truppe war, sehr ordentlich, sehr zuverlässig. Also, da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass meine Kollegin mit dieser Truppe sehr, sehr viel Spaß hatte. Ja. Es ist relativ schwierig, hier nebenbei zu reden und gleichzeitig hier aufzupassen. Oder hier zu arbeiten. Hier werde ich mal ein paar Stämme noch verbrauchen. Hier und hier. Und Jetpack habe ich an. Sehr schön. So, dann direkt nach der Abreise, wirklich ganz direkt, musste ich dann schon die Bungalows vorbereiten für meine Gruppe dann.